Hallo, da sind wir wieder hier bei Petrus Avonaro spielt Direwolf Twenties Modpack in Minecraft 1.12. Es wird Nacht. Bin genau an dem Punkt, wo wir letztes Mal aufgehört haben, nichts off-camera gemacht. Denn wir müssen wieder ein bisschen Cave-Diven gehen. Und Equipment haben. Oh, wir haben ein bisschen Sachen sogar schon letztes Mal gesammelt. Der Crusher können wir gleich in Betrieb nehmen hier. Tack, 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 tack. Und wir haben Apatit gefunden. Den packen wir mal in unsere Truhe der fertigen Erze. Ah, wir könnten diesen Eimer hier mitnehmen. Das wäre gar nicht so blöd. So, dann. Glas werden wir da unten nicht brauchen. Dirt auch nicht. Und gecraftet, das kriegt hier das hier. Und eine Schere und einen Ofen, den wir sicherlich unten nicht brauchen. So, da ist noch Aluminium Ore. Sobald der hier durch ist. Kriegt er das? Und wir nehmen die Brote mit 45 Baguettes. Let's go. Und wie ich am Anfang schon gemerkt habe, das Gebiet ist gechunkloaded, auch meine Felder. Wir haben also volles Weizen, vollen Flachs und volle Hemp. Ich glaube, den Flachs ernte ich mal. Nicht mit der leeren Hand, das haben wir gestern gelernt. So. Zack, 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 zack. Ist das Wahnsinn. Ich glaube, ich mache hier nur die Reihe fertig. Ein Stack. Wahrscheinlich. Vielleicht sogar anderthalb Stacks. Ach, da liegt noch sogar was. Anderthalb Stacks könnten es sein, wenn man die zwei Reihen erntet. Da brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Das ist schon ganz schön in Ordnung. Okay. Dann Strings kommen in die Mucklu-Truhe. Flachs in unsere Pflanzentruhe, die mittlerweile voll ist. Naja, egal. Darum kümmern wir uns später. So, ab zurück in die Mine. Wir brauchen sicherlich ein bisschen Stein und keine Axt in der Hotbar. So. Tief gekommen sind wir ja nicht. Fackeln haben wir auch 34. Das wollte ich eben noch kurz überprüfen, aber ist ja richtig. Wir versuchen mal hier in diese Höhle reinzukommen, um ein bisschen zu raiden. Ah, okay, da unten ist diese erste Galerie oder was auch immer. Genau da unten. Nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich. So. Zeit für eine Fackel. Hallo Zombo. Willst du nicht? Da ist er im Leck kurz runtergefallen und gestorben. Was ist das denn für ein Sound? Das ist ja scary, Alter. Auf jeden Fall ist hier eine Double Ravine. Es sieht jedenfalls so aus, als würde da schon wieder einer abzweigen. Können ja mal da eine Fackel setzen. Oder hier, so. Aha, Kohle, Eisen. Wir gehen mal. Oh, das war meine Treppenstufe, die ich noch brauchte. Gehen wir mal einmal hinten um die Treppe rum. Oh, vorbei. Da können wir unsere. Boah, ist die krass. Ja, nice. Oh, ich werde immer Redstone-Sachen benutzen. So, auf jeden Fall haben wir hier einen Resonating Crystal, der ziemlich Kacke ist. Na, obwohl, 45 RF. Er hat 8,8% Purity. Er wird uns absolut verstrahlen. Irgendwann können wir ihn mal nutzen. So, hier ist dieses Bienenfestival, was wir schon von oben gesehen haben. Ist ein Rockhive wahrscheinlich hier unter mir. So, ein paar Fackeln hier setzen. Da kommt Copper Ore. Was ist das denn? Ach, das ist Stein, der irgendwie so dunkel ist, dass die Textur merkwürdig aussieht. Ich dachte schon Basalt bis hier oben generiert. So, Kohle, 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 Kohle. Schließlich laufen wir gerade mit Kohlestrom. Können uns überlegen, mal einen Kokofen zu machen. Auch eine Kohle in Koks umzuwandeln. Der brennt doppelt so lang. Aber das überlegen wir uns dann.
wir unsere Ressourcen alle hochtransportiert haben. Der Sound war ja merkwürdig. Was war das? Damit habe ich jetzt auch nichts Ungewöhnliches gesehen. Ach, das da drüben auf der Map. Das da, das ist so dieser Tempel, den wir schon von oben gesehen haben, dieser Eingang. Können wir ja auch mal reinschauen. Letztes Mal war da irgendwie ein Dirtblock da, wo normalerweise so ein Kristall hin sollte. So. Fackeln wir das doch ein bisschen aus hier. Ich glaube, zwei sind notwendig. Ja, sehr nice. Okay, gehen wir weiter. Ah, Eisen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Denn wir haben gesehen, für einen Farmer, der die ganze Farmarbeit für uns übernimmt, brauchen wir 4 Eisenblöcke. Das sind also 18 Eisenerz, oder? Ja, 18 Eisenerz. Solange der Crusher... Ja, der Crusher macht der... Das interessiert mich jetzt. Was ist denn... Er hat, glaube ich, ja noch einen Tertiär-Output. Wo ist er denn? Da. Ach, oh! Gold ist sein Tertiär-Output für Eisen. Okay. Das heißt, wenn wir gar keinen Gold finden... Na gut, noch sind wir ja nicht auf der Ebene, aber... Wenn wir auch unten kein Gold finden, dann können wir immer noch drauf pokern, dass unser Eisenerz uns ein bisschen Gold droppt. So, ein Fackelchen hier. Da ist Certus Quartz, das ist auch schön. Ich will mich eigentlich daneben stellen, wenn das droppt. Also machen wir es doch erstmal so. Und das hätte ich mit dem Bucket aufnehmen können, aber egal. Uran interessiert uns eigentlich absolut nicht. Sag mal, könnte vielleicht in Big Reactors reingehen. Wie heißt das jetzt? Extreme Reactors. Ja, aber... Na gut, da kann man nochmal überlegen. Aber ich glaube, Jellurit generiert sowieso in größeren Quantities als Uran von IC2. Und ich glaube, in der der Extreme Reactors Mod ist jetzt Uran... Immer, also es ist dasselbe wie Jellurit. Ich glaube, Jellurit schmilzt auch in Uran. Und man braucht nicht mehr Jellurit zwingend für alles. Hier ist der Tempel. Gehen wir doch hier noch eine Stufe tiefer. Dann stehen wir auf dem Tempel. Und dann haben wir hier... Ja, dann sind wir sogar in der neuen Ebene schon. Okay. In der neuen Ebene schon. Ich spreche ein guter Deutsch. Ah, der Leck. Der war ja furchtbar. Ja, anscheinend, wenn die unterirdisch generieren, ist nichts mit Kristall. Schade. Ist trotzdem eine Loot-Chest? Gib mir Loot-Chest. Oh, das macht einen doch traurig. Ja, ich bin absolut nicht der Beginner-Test. Baumeister, den es gibt. Absolut nicht. Also vielleicht leben wir später einfach in einem Kurs. Aber also weil ich gerade die Säulen abbaue. Warum baue ich nur die Säulen ab? Naja, man könnte ja vielleicht wirklich so eine Art Tempel bauen. Und dann als Haus. Aber ich weiß nicht. Hä? Was ist das? Hä? Ist das eine Quarry? Kohle? Das ist eine fucking Quarry. Wie awesome ist das denn? In meinem Gehirn spielen sich gerade 1000 Szenarien ab, wie man das Ding abbauen könnte. Das ist ja im Endeffekt, es gibt in Botania eine Blume, die Orchid, die genau das macht. Sie wandelt Stein in Erze um für Mana. Und wir haben hier irgendwie einen Raum, der das...
einfach so macht. Wo kommt die Energie her? Das ist doch hier kein Sternenlicht. Das ist ja Wahnsinn, Uran von Immersive, was sonst gar nicht generiert. Jellurium, Gold, ja, wir brauchen nicht runtergehen. Ist das irgendwann alle oder? Wo ist das denn? Kupfer von Forestry, okay. Zählt nochmal Gold. Gleich ist meine schöne Pickaxe alle. Rock, wat, Rock Crystal Ore? Da juckt mich jetzt die Maschine, weil ich das nicht abbauen kann. Ich muss mal diesen Dekorativkram wegwerfen. Ganz gewöhnlicher Marble. Weil wir jetzt so ganz viele verschiedene Erze bekommen haben. Und oben drauf liegt noch mein Gold, oder habe ich es jetzt? Ich hab's jetzt. Das ist ja mal fucking awesome. Eieieiei. Jetzt brauchen wir eine Diamantspitzhacke. Also einer, da steht oben, das Mining Level ist Obsidian. Wir brauchen also eine Spitzhacke, die Obsidian abbauen kann. Das ist halt Diamant oder respektive irgendwas anderes desselben Levels. Boah, das ist ja. Also ich finde es schön, wenn wir dieses Playthrough erstmal eine Lösung finden, die ohne eine Quarry auskommt. Es gibt halt, ich glaube, ich habe das schon erzählt, es gibt von Nerf Tools eine wundergeniale Mod von MacGyty, die man gar nicht hoch genug loben kann. Gibt es einen Block, den Builder, mit dem man so viel Kram machen kann, wirklich. So viel Kram, wenn man sich erstmal eingelesen hat. Ich selbst, ich habe, glaube ich, immer noch nicht das gesamte Potenzial verstanden. Vielleicht bauen wir uns damit später eine Base mit dem Builder, weil der schöne Shapes kann. Also ich wollte schon immer mal in einem Torus wohnen. Ja, aber das Ding kann auf jeden Fall mit einer Shape Card Quarry Gebiete quarryen und ist praktisch wie früheren Zeiten von Extra Utilities diese, wie hieß er, die Ender Quarry, glaube ich. Es gab ja noch die Endothermic Pump dazu, die praktisch Flüssigkeiten abgepumpt hat. Ich glaube, es ging nur mit Lava oder man muss das in den Configs irgendwie spezifizieren. Aber ja, die Flüssigkeiten großflächig abgepumpt und in Dirt verwandelt hat. Und die Quarry von Extra Utility war auch die erste, die großflächig chunkweise sich selbst chunkloadet. Nur ein Chunk, nicht alle Chunks, nicht wie Buildcraft. Was irgendwie, das war, glaube ich, die allererste Quarry, keine Ahnung. Und ja, also super serverressourcenfreundlich und die Welt nicht in großen Löchern hinterlässt, sondern durch Dirt ersetzt teilweise. Also man sieht es da, wenn die Bäume alle nur noch ja, Bäume aus Dirt sind, so, dann weiß man, okay, das Gebiet wurde gecroyed. So, das könnten wir natürlich einsetzen, um an Ressourcen zu kommen, automatisch. Das Hauptproblem ist dann auch, dass man die Sachen raus vor allen Dingen sortieren muss. Ach, da ist der Rockhive. Aber das ist ja natürlich viel schöner, wenn wir so eine Lösung finden. Wenn wir das Ding automatisieren, dann haben wir ja auch genug Erze für unser Leben. Fantastisch. Ich überlege gerade, da wir gerade so viel in Actual Editions sind, oder jedenfalls die Ambitionen dahin gehen. Also Actual Editions hat ja auch sehr viel Utility-Kram. Zum Beispiel das Item-Management mit den Lasern. Das kann man sich gerne mal anschauen. Ich will es eigentlich ungern nutzen, es sei denn, es gibt, es sei denn, es ist das Beste. Also wenn ich irgendwo eine Contraption habe, wo ich unbedingt mit Lasern arbeiten will, weil das halt irgendwie super effektiv wäre, dann will ich das machen. Aber nicht als Standardsystem. Das ist mir irgendwie zu viele Laser in meiner Base. Aber ja, da das Potenzial möglicherweise wegen der ganzen Utility-Sachen irgendwann erschöpft ist, wäre es cool, wenn wir dieses Mining-Ding mit Actually Editions machen. Denn der Laser, den wir benutzen, um unser Redstone hier herzustellen, der kann mit gewissen Lenses auch Blöcke brechen. Und wir könnten das benutzen.
müssten hier unten vielleicht irgendeine simple automatische Stromgenerierung hinkriegen. Und das, obwohl wir noch überhaupt keine Stromgenerierung haben. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Vielleicht bauen wir uns hier in den Berg eine kleine Canola-Plantage und arbeiten mit Canola-Strom. Alles möglich. Oder Big Reactors. Ich gerade hier vorm Uran stehe. Wir könnten auch mit Big Reactors das machen. Wie kriegt man da Ruined Marble? Indem man drei Marble craftet, kriegt man also hin. Ach, Gravel haben wir eigentlich nicht so viel, dass ich das jetzt wegschmeißen kann. Also meinen wir mal ein bisschen. Aber für. Wie heißen die Extreme Reactors? Was brauchen wir denn für das Casing? Reactor Casing. Brauchen Eisen, Graphit, das geschmolzene Charcoal. Ach, Kohle generell, okay. Und Reactor Casing Core, Gold, Redstone. Okay, geht ja soweit klar. Wenn wir den Controller wollen, brauchen wir mindestens einen Diamanten. Und hier, ihr seht, Uran und Jellurium ersetzen sich immer. Ob das auch in den Fuel Rods so ist, weiß ich natürlich nicht. Das müssten wir testen und vielleicht fallen wir dann voll auf die Schnauze. Rednet Port werden wir nicht brauchen. Access Port, ja, immer noch wie früher. Turbine, nee. Turbine ist dann noch ein Add-on für den Reaktor, um die Hitze des Reaktors zu benutzen, um Steam zu generieren und Steam in der Turbine anzutreiben. Das ist effizienter, als einfach nur den Reaktor laufen zu lassen und die Hitze da zu absorbieren und Strom umzuwandeln. Aber erfordert natürlich viel mehr Setup, viel mehr Setup. Und ich glaube auch Nether Stars oder Enderium oder so, also wenn man auf jeden Fall eine super effiziente Turbine haben will, erfordert das wirklich Late Endgame Materials und dann kommt man auf so Zahlen wie 24.000 Tick, RF pro Tick. Und also das sind dann schon echt perverse Größenordnungen, die man da erreicht. Also die Bronze-Pick ist nicht schlecht, muss man sagen. Aber ich werde mir wieder eine Redstone machen. So. Könnten auch gleich mal zurückkehren. Ja, Karte, alles gut. Wir haben den. Ah, gut, wir machen mal noch die Fackeln alle. Während wir das hier entdecken. So, hier ist die Abzweigung, aber es scheint nicht allzu deep zu gehen. Schauen wir mal. Nee, da ist glaube ich zu Ende. Nur zwei. Ist hier nicht noch einer in der Umgebung? Nee. Jo. Ich glaube, wir gehen mal kurz entladen. Praktisch wäre es ja auch, wenn wir jetzt hier häufiger arbeiten, dass ich mir einen Zugang mache direkt zum Tempel. Jetzt weiß ich gerade nicht, wo meine. Da oben ist Cobblestone. Wo meine. Ach stimmt, da hinten irgendwo ist der Schacht. Okay, dann wird das mit dem Zugang doch ein bisschen schwerer. Ich muss jetzt hier den gesamten Weg zurück. Hier ist ein bisschen duster. Bin ich hier, ne? Ne, hier ist der Rockhive. Ich muss ich jetzt hier doch eine Ebene. Ach nee, ich hätte da hochgemusst. Da, ich Idiot. Können wir ja schon mal hier einen Übergang machen. Erzgenerierung. Will es nicht kaputt machen. Spornt uns an, ein höheres Mining-Level zu erreichen. Ah, ja, klappt. So. Das kann ich nicht abbauen, das Uran, das fällt garantiert runter. Und für einen Uran will ich mich da nicht hinbauen. So. Da oben, ja. Hier ist auch ein bisschen duster. Ist es oben Nacht? Nee, ist. Ach, es ist Sunrise, wir haben die ganze Nacht gearbeitet. String auf Beinen. Tja, wir müssen dich nicht abbauen, weil wir haben Flachs.
Flachs. Oh, und traurig sein. Wenn wir Spindelaugen brauchen, komme ich zu dir zurück, ja? Ja, versprochen. Na gut. Wie kriege ich denn aus dem Crusher die Dinger automatisch hier rüber? Das will er ja irgendwie nicht machen. Da sind Thermal Expansion Sachen mal wieder einen Schritt voraus. Schöne schicker Kristall. Boah! Creepy Creeper steht da hinten und guckt uns an wie so ein Stalker. Vier Hits, wusste ich gar nicht. So, Prismarin sollte eher zum hübschen Baumaterial gehören. Was haben wir denn hier? Wir haben die fertigen Dinger. Oh, habe ich jetzt schon wieder ein Manual bekommen? Oder habe ich das mit mir rumgetragen? Wer weiß. So, dann sortieren wir hier mal das ganze Inventar. Der Rest der Erze, oder? Ne, hier ist noch Gravel. Okay, dann gönnen wir uns mal unsere beiden Lieblinge. Und das Kabel auch. Man könnte jetzt auch schon einen Wrench craften, aber wenn ich ihm den Puls wegnehme, muss ja nichts passieren, ne? Genau. Kein Strom verschwenden. Der kriegt der E-Strom, weil er daneben ansitzt. Bauen wir das hier mal ein bisschen um. Ja, oben. Kurz überlegt, aber wir machen es oben. So. Dann als erstes wollen wir den Crusher. Ach, eigentlich müssen wir es ja sogar noch eine Etage nach oben treiben. Denn wenn wir den Furnace hier haben wollen. Ich will mal noch eine Truhe craften. Craftet das? Nein, noch keine Truhe. Gebt mir mein Augwort, mach eine Truhe. So, oder vier. So, also da soll das der Output-Kram hin. Hier sind die Hopper. Zack, wir hoppern so rein. Dann muss ich da rein hoppern, das heißt der Crusher. Oh, jetzt habe ich ihn aus der Hopper entfernt. Muss doch leider hier oben sein. Ja, und jetzt können wir halt nur noch aus Plastischen. Ach so, das waren jetzt schon wieder alle unsere Hopper. Mehr Eisen, mehr Eisen. Wir könnten schon irgendwas Intelligenteres nehmen als Hopper. Aber, hey, komm, wir sind am Anfang. Liebe Hopper. Wir haben doch auch hier dieses Bett der Hoppers? Nee. Doch, Hopper sind nicht blockweise. Sehr schön. Ach, das war auch mal so ein Qual, dass das ganze Blöcke sind. So, wir wollen als erstes das Gold dadurch jagen. Danach das Eisen. Und danach ist uns die Reihenfolge eigentlich ziemlich egal. Vielleicht Silber, vielleicht brauchen wir das noch. Wenn wir so viele verschiedene Dinge haben, sollten wir da noch eine Chest oben drauf stellen. Und hier können wir ganz sneaky das Pulverized Alu reinpacken, damit sich das hier irgendwann dazwischen queued. Da ist es. Und hinten rauskommt. Oh, wunderschön. So, dieses Gold werden wir gleich mal zerlegen. Denn tatarata, packen das so, das so. Advanced Coil. Tatarata. So. Rein technisch ist das ziemlich simpel, außer dass es Strom braucht. Warum braucht man so Strom? Okay, für Demonstration Purposes hängen wir das mal an den Strom. Und wir nehmen das eine Canola, was wir haben. Dann schmeißen das da rein. Und was passiert? Blub, Canola-Öl. Schauen wir mal, ob das sein Inventar behält. Ja, wunderbar. So, wie war das? Jetzt mal das Kupfer hier weglegen, was ich habe. Das Ding jetzt wieder rausholen. Wir wollen Blocks that generate CF. Ja, genau. Canola and Oil. Und wir wollen hier Fermenting Barrel. Barrel. Da ist es. Was sind denn das hier für Blöcke? Also bin ich noch nie reingekommen. Oh, was ein Joke. Jetzt brauchen wir das Canola wieder. Okay. Zeit, ein bisschen Canola anzubauen. Na, ihr Regenwürmer. Wie geht's euch? Macht Spaß.
Kriegt er nicht irgendwann einen Drehwurm? Ha, Drehwurm. Oh, guck mal, da campt einer. Ein Camper. Aua. Oh, aber schon Lowlife. Das Wetter hat's ihm angetan. Ein Heckenschütze. Und hier unter meinen Bäumen. Ach, oh, wie das läuft. Ist das nicht schön? Das macht doch Spaß. So, dann gib uns mal unsere Ressourcen. Platzieren wir die hier mal drüben, weil die ja eh hier rauskommen. Obwohl ich das Gefühl habe, wir haben schon so viel abgebaut, dass hier auch eine Double Chest nicht lang reichen wird, wenn wir alles zusammen reinpacken. Aber egal. Wird schon. Oh, Buggy. So, Redstone. Bestimmt brauchen wir. Irgendwann brauchen wir nochmal 18 Redstone. Schmeißen wir das hier mal hin. Bing. Und na prima, ich könnte mir auch irgendwann mal ein Lever dahin machen, aber. For now, it's okay. Unser Crafting Table ist wieder frei. Ja, wir haben unseren Job erfüllt. Jetzt drum hier. Oh, ist das Ding awesome. Während unser Canola wächst, können wir schon mal so ein Wood Casing machen, was wir da brauchen. Wir haben so viel Akazienholz, das ist awesome. Wandeln wir das hier mal kurz um. Ich habe das Rezept vergessen. Ach, mit Sticks. Dann lass uns erstmal 16 Sticks machen. Dann machen wir hier so eine Wood Casings. Von mir aus gleich 4. Gibt nämlich noch andere Dinge, die man rauscraften kann. Und jetzt fehlt Kano. Ach so, und den Nori Crystals müssen wir auch mal wieder machen. Seien wir mal verschwenderisch. Investieren in Zukunft. Wie auch immer. Jetzt habe ich die Fackel wieder an. Mist. Okay, das war das Signal. Ich brauche ein Level. Mr. Burton, please. Da. So. Und die arme Redstone Torch wandert in die gecraftete Truhe. Ebenso wie die Leiter. Wir brauchen nur einen Inori Crystal. Aus diesem Casings kann man noch mehr machen. Und zwar. Oh, was macht denn Kompost? Interessant. Gibt es hier einen Index? A list of everything. C, Kompost müsste ja einigermaßen früh kommen. Aber scheint nicht so. Kompost und Fertilizer. Kompost used to make fertilizer from biomash. Fertilizer like bone meal and crafted some simpler manner just by crafting biomash and then putting those inside of the compost and waiting for a bit. Okay. Was ist denn Biomash? Ist das schon wieder irgendwas anstrengend oder mit einem Crusher? Biomash. Ja. Ja, okay. Das ist mir klar. Bio-Ku. Oh lol, man kann Canola im Komposthaufen schmeißen für Biomass und das dann smelten für Bio-Kohl. Aber das ist Burntime 80 Ticks, ist das überhaupt irgendwas? Smells 0,4 Items. Ich glaube, ist nicht so interessant. Aber was ist denn das jetzt hier? Komm, wir machen jetzt einen Kompost. Von Actually Editions. Kostet überhaupt nichts. Machen wir mal Richtung Pflanzen hier. Und unsere Base still empty. Nehmen wir mal irgendeine Pflanze. Wir haben noch irgendwas zu viel. Hops. Hops hat man immer zu viel. Hey. Ein Linksklick zu wenig. Kann ich nicht da reinpacken. Nichts an der Mod. Können wir mal Vanilla was nehmen? Seeds. Nee. Okay. Da war unsere Testreihe vorbei. Ja, Biomash. Okay. Compost is used to make fertilizer from Biomash. Aber wie kriegt man Biomash? Oh, ich hätte mal hier auf die nächste Seite klicken sollen. Crafted from any type of food item by putting any number of it together in a crafting world with a knife. Also irgendwas von Food. Okay, wir brauchen einen Knife von Actually Editions. Knife. Knife Blade ist mit Leder und andersrum und der Grip Dings. Wir haben bestimmt kein Leder, oder?
Ah, wir haben Kühe. Da oben. Habt ihr schon gesehen? Wir müssen auch mal das Dorf da hinten raiden. Das wäre auch noch so ein Plan. Ah, keine. Müssen wir mal eine Treppenstruktur bauen. Ja, da können wir auch prinzipiell noch interessante Dinge kriegen. Zum Beispiel ganz viel Papier und Bücher. Oh, hier ist eine ganz kleine Familie. Danke, reicht schon. Warum kriege ich keine Achievements? Kriege ich keinen Code-Tipper dafür? Das sind Windy Gardens. Ah, unser Nahrungstroh ist schon voll. Ich will unseren Nahrungstroh jetzt nicht erweitern müssen, nur weil ich tolle Sachen einsammle. Aber wir können uns das ja mal merken. Vielleicht. So, unterm Sternenhimmel. Nee, lieber nicht. Okay, das war ein Stick mit einem Ding und zwar. Ist das korrekt? Ja. Und das andere war Flint. Da ist er. Nee, zwei Eisen. Scroll Feature, please. Danke. Knife Blade, Knife Handle, Knife. So, und jetzt muss ich hier nur sowas reinpacken, oder wie? Na, das geht ja ab. Gib mal her. Das Messer verbraucht sich dabei, war ja klar. Ich kann da echt den ganzen Stack reinpacken. Mann, oh Mann. Okay. Dann Toolstore. Das da zurück. Rohes Fleisch ist eigentlich eine Pflanze, wenn man sich so richtig überlegt. Dirt wieder hier hin zurück. Wie läuft's denn hier? Strom ist alle. Okay, wir arbeiten auf dem letzten Zahn. Keine Sorge, bald gibt's das Upgrade. Oder so, weiß ich noch nicht. Wird es eins geben? Canola vielleicht. Vielleicht Canola-Strom. Oh, sind die gewachsen? Zumindest gerade hier einen Effekt gesehen. Nee, da fehlt noch eine Growth State. Bei ihm hier sogar noch zwei. Ist denn der Fertilizer irgendwann durch? Ah, vielleicht dauert es eine Weile, bis ein Stack durchgeht. Aber einen zweiten Kohlegenerator will ich eigentlich auch nicht bauen. Ach, das wird schon. Ich meine, es jetzt einmal hat er dick zu tun. Aber eigentlich hat er es ja auch geschafft mit seinem Vorrat. Nur vier Quarz. Ach, hier ist der ganze Quarz noch. Okay. Tja, was wird eher fertig, der Fertilizer oder unser Canola? 57 und 71, ich sehe überhaupt keinen Unterschied. Nee, oder? Gibt irgendwie keinen Unterschied. Vielleicht ist die Anzahl der gelben Pupsel nachher entscheidend. Ach, lass uns mal zum Dorf gehen, wir haben gerade erst geschlafen. Wenn wir wiederkommen, ist das garantiert fertig. Axt bei, aber wir haben genug Holz. Oh, da war ein Hüllengeräusch. Ein Ei, und ich hab's nicht eingesammelt. Noch ein Ei. Huch, was ist das denn? Was ist denn hier passiert, die Weltgenerierung? Da ist ja irgendwas schief gelaufen. So, da sind wir auch schon. Ach, guck mal, was die anbauen. Canola. Praktisch. Flachs, Reis, Kaffee. Kaffee. Ich brauche Kaffee. Ganz viel Kaffee. Was ist denn nur Actual Editions? Das ist ja lustig. Ach, so schöne Mod. Irgendwie. Simpel. Fügt sich ins Weltsystem ein. ja, Akaz. Ist das ein bisschen ordinär hier, oder? Naja, auch nicht, weil Akazien. Als, als Brunnen. Lässt du mich rein oder nicht? Okay, ich gehe einfach rein. Das ist der Jam Guy. Jam kann man, glaube ich, nicht craften. Guck mich nicht so ernst an. Aber Jam kann man hier finden. In so einer Small Storage Crate heißt das Ding übrigens. Kann ich das mit der Hand brechen? Und Jam hat, glaube ich,
Sogar irgendwelche Potion-Effects. Jetzt haben wir einen. Ja, das war. Boah, ein Regenerations- und Speed-Potion. Also, die Dinger sind schon ziemlich lustig. Aber halt nur vom Gem-Guy, oder halt. Jetzt haben wir ein paar. Oh, er hat sich aber. Oh, das ist aber hübsch. Sich hier einen kleinen Garten gemacht mit einem eigenen Kompost. Da sind 10 Fertilizer drin. Ich will den Kompost mitnehmen. Nein! Warum geht das nicht? Und der kommt der Farmer, der Fletcher, und erntet seine Sachen hier. Sehr geil. Ja, das ist eigentlich ein Actually Editions Haus. Wo ist denn hier der Eingang? Hier nicht. Oh, da steht eine Kaffeemaschine. Ich hab's genau gesehen. Bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen? Er hat eine Fermenting Barrel. Das letzte Mal, als ich was abgebaut habe, ist es einfach nicht gedroppt. Also, diesmal. Crafting Table. Das ist die falsche Anordnung für eine Axt. Holzaxt wird schon reichen. Warum droppt das denn nicht? Ist das hier einfach so immer so bei ihm? Was hat er denn hier? Einen Lever, einen Wood Casing? Er hat sich eine Lampe gemacht, okay. Eine Canola Press. Und ein Crusher. Der läuft doch dauerhaft. Kann ich irgendwas crushen? Nee, kein Erz, kein. Der Gem-Villager hat, glaube ich, ein bisschen zu viel Gem gefressen. Oh, Kanone. Das kann ich ja mal mitnehmen. Ja, aber warum kann man die Sachen hier. Ja, die gehen einfach kaputt. Ach, das ist ja doof. Stimmt, Tiny Torches gibt es noch in der Mod. Ah, hier kann man sich ein bisschen. Oh, ein Block of Coal. Droppt der? Ja, der droppt. Natürlich in so einer Ecke, wo ich nicht reinkomme. Bauen wir das hier mal wieder zusammen. Ne? Block of Coal, mal umwandeln. Trägt sich genauso schwer. Ui, Small Storage Crates, Drill Core. Das hier ist nur ein Wood Casing, das auch. Wood Casing, Wood Casing. Was bist du? Black Quartz Stairs, aha. Ach, Wood Casings muss man mit der Pickaxe abbauen. Aha, so, so. Ist ja dumm. Also auf jeden Fall kann man hier mal sehen, so funktioniert das Basic Setup. Also man hat einen Coal Generator. Oh, lecker Charcoal. Und oh, hier ist so viel Strom, Mann. Ich wünschte, ich könnte den mitnehmen. Und diese Laser, es gibt drei Typen von Laser, halt Energie, Item und Fluid. Und die, ja, ich weiß nicht ganz, ich glaube, der ist auf Input, der ist auf Output aus dem Netzwerk. Und dann hat man hier halt einen Laser, mit dem man, ach, jetzt weiß ich, warum der Coal Block stand. Das war für Demonstration Purposes. Ah, okay. Ja, hier kann man dann seinen easy Anfang machen, weil man diese ganzen Dinger nicht abbauen kann. Kriegt hier irgendwie Dinger geschenkt, sogar ein Casing. Canola Seeds, Dirt haben wir ein bisschen zu Hause. Ich will diese Storage Crate mitnehmen. War jetzt blöd, dass ich wieder reingepackt habe, weil es ja eh droppt, aber. Ja, ich habe auch jetzt nichts mehr zum Umwandeln. Hm, ja, es ist cool, wenn man sowas am Anfang findet. Aber abbauen kann man es halt leider nicht. Das ist. Ja, gut, das wäre vielleicht ein bisschen zu stark. Aber es ist interessant, dass er das protected hat, so. Vor der Außenwelt. Okay, schauen wir uns nochmal kurz um. Da habe ich eine Schmiede gesehen. Und da. Oh, oh Gott, wir haben nicht genug Inventarkapazität. Hm, schauen wir mal. Wo ist Dice? Geil. Geil, geil, geil. Diamanten. Tja, Manuals habe ich schon genug. Auf jeden Fall ein Constellation Paper. Glass Bottles, glaube ich, können wir auch verzichten. Gold will ich ja nicht auch mitnehmen. Komm, ja, können wir später nochmal suchen. Diamonds, ohne einmal unten auf Ebene 11 gewesen zu sein, haben wir Gold, Redstone und Diamonds. Obwohl, ich weiß nicht, wie tief wir da waren, als wenn der. Okay, hier haben wir noch Nahrung. Stopp, stopp, stopp. Hier ist ja noch die Smeltery Day. Oh, je, je, je.
noch nicht The Ones. Aber eigentlich. Ja, der Moving Mod ist gut, damit kann man glaube ich sogar Spawner bewegen. Wir kommen zurück. Nehmen wir es, wenn wir die Ones haben wollen. Dann. Und da ist ja auch noch Marvel, den ich abbauen möchte. Oh, ein Apiarist. Was wird gerade gemacht? Modest. Und. Modest, okay. Monokultur. Da ist der Dschungel. Ihr habt es eigentlich ganz schön hier, ihr Langnasen. Da ist einer, der Fletcher traded String gegen. Das könnte mein neuer bester Freund werden. Denn immerhin haben wir ziemlich viel Flachs. Und Pferde gibt es ja auch. Wir könnten auch mal ein bisschen. Aber so, wir haben noch keinen Sattel. Kaffee ist gewachsen. So, das. Lecker, lecker, lecker. Ist noch Kaffee. Okay, dann müssen wir uns eine eigene Kaffeemaschine machen. Damit wir die da nicht mitnehmen dürfen. Wäre lustig, wenn da noch ein Schild draußen dran stünde. Irgendwie sowas. Property of bla bla bla. Don't take anything away. Kann man ja mal vorschlagen. So, da hinten geht schon der Mond auf im Wasser. Da. Au, das war ein zu hoher Jump. Dann kehren wir mal heim mit ganz viel Canola im Inventar. Und ganz viel anderen Kram. So. Guten Morgen. Oh, ist der Furnace durch? Sieht gut aus. Sieht gut aus. Enori. Gold. Ah, das ist kein Gold. Das ist Holz. So. Constellation Paper Astral Sorcery. Gib mir mal das Buch. Da kann man nämlich. Wenn man rechtsklickt, kriegt man das Wissen. Wenn man Schiff rechtsklickt, ist das ein Inventar, wo man dann Constellation Paper storen kann. Und das glaube ich, man kriegt doch keine Duplicates. Wenn ihr eins kriegt, ist es also eins, was ihr braucht. Das ist ziemlich geil. Sehr schön gemacht, die Mod müssen wir uns auch noch unbedingt angucken. Gem, ach, ich weiß es nicht. Eigentlich ist es eine Nahrung. White Crystals, ist die Kohle hier durchgelaufen? Ja. Kriegt er jetzt die Charcoal aus von da drüben? Labaget, die Canola Seeds können wir platzieren. Das hier ist auch gewachsen. Na dann, reicht's für eine Reihe? Ja, das reicht sogar für noch ein bisschen mehr. Aber nicht viel. Ach komm, wir haben doch hier gerade Fertilizer gefunden. Dann gehen wir doch hier einmal noch durch. Zack. Okay, man kann also in Actually Additions mit dem Knife Nahrungsmittel in Fertilizer umwandeln. Und das dauert eine ganze Weile. Hatte ich nicht noch so einen Kompost? Achso, der ist nicht gedroppt. Canola. Canola Press hier, viel Spaß. Oh Gott, wir haben noch mehr davon. Kaffee. Kaffee anbauen. Das kommt hier zwischen. So. Okay, haben wir alles aufgeräumt. Wir haben noch ein Casing, das kommt hier hin. Wir haben noch Kaffeebohnen, die kommen schon mal in die Nahrungstruhe. Drillcore, ich habe keine Ahnung, was das da macht. Anschauen. Ach, da kann man sich so ein Handdrill machen, okay. Lustig. Nein, das wollte ich nicht. Aber hier können wir es hinpacken. Wood Casing ist auch gecraftet. Und jetzt will ich mal kurz diese Kiste hier sprengen. Bung. Ist hier auch was drin? Nee. Und dann stellen wir hier eine Small Storage Crate hin. Und jetzt kann man ein ganzes Inventar. Zack, wieder zurück. Gib mir die Void Crystals. Ich will sie haben. Alles eingesammelt. Scheint so. Auch die Diamanten. Okay, super. Wir haben sogar Diamanten. So, jetzt haben wir sogar noch. Diamanten plus gemacht. Biomesh über. Na, das war doch erfolgreich. So, wir wollten das Fermenting Barrel machen. Was hat uns daran gestört? Achso, unser Canola war nicht gewachsen. Das Holz wieder, was ich weggelegt habe, wie immer.
Ah, ich brauche Stämme. Brauche ich auch die Stämme wieder, die ich weggelegt habe? Den Inori. Den einen von den 32. Kanrolle habe ich im Inventar. Und achso, ein Casing. Ja, immerhin weiß ich, wo ich alles hingepackt habe. Dadurch geht es ja doch einigermaßen fix. So, Fermenting Barrel. Ich glaube, wir haben jetzt hier schon 400 MB. Aber weil wir keinen Strom mehr haben, geht es nicht weiter. Wenn ich jetzt ein Fermenting Barrel daneben stehe, genau, die geben sich das rüber. Das ist super. Das ist super geil. Fermenting Barrel braucht einfach gar keinen Strom und arbeitet über Zeit. Jetzt haben wir hier Refined Canola Oil. Das heißt, wir brauchen einfach nur einen Oil Generator, würde ich sagen. Generator. Da. Man kriegt einen Oil Generator durch einen Oil Generator. Wahrscheinlich, um die Settings zu cleanen und das Inventar. Zwei Iron Casings, ein Canola. Okay, das geht ja klar. Das heißt, wir brauchen noch vier Eisen. Vier davon und ein Black Quartz. Da sind sie. So, dann machen wir uns mal wieder das dicke Stick-Rezept hier. Und zack, zack, zack. Ein Casing. Das zweite haben wir gefunden. Canola haben wir. Cobblestone haben wir nicht im Inventar. Haben wir jetzt aber mittlerweile ein bisschen im Lager. Tada! Oh, ist das schön. So. Und da haben wir jetzt schon Improved Strom. Wo packen wir denn hin? Wo packen wir denn hin? Ich habe eine Idee. Stellen wir hier in das Storage Crate hin. So. Bauen wir das mal ab. Bauen wir das mal ab. Das Fermenting Barrel muss direkt daneben sein. Ich glaube nämlich, dass es das rüber gibt. Ja, also wenn ich das hier hinstelle, wird das gefüllt. 80 cf. Und dann können wir die Canola Press hier hinstellen. Dadurch kriegt sie Strom. Wird instant voll und kriegt hier einen Stack Canola. Und dann läuft das. Und wie das läuft. So, das heißt, wir können ab jetzt zu unserer Farm gehen, Canola ernten, hier reinschmeißen und Strom kommt raus. Ist das nicht geil? Jetzt machen wir noch ein Add-on. Ihr werdet es schon raten. Genau. Ein Hopper. Wir haben nämlich meistens mehr als einen Stack Canola, wenn wir das da ernten. Das heißt, der Hopper kommt hier ran. Canola hier rein. Und dann wird er den da wieder auffüllen. Ist das nicht wunderprima? Zack, schon voll. Refined. Und wir kommen sogar von hier an den Hopper ran. Perfekt. So. Ich würde sagen, ich räume mal kurz auf, dass das Baumaterial hier hin. Tja, Lava, keine Ahnung. Das ist immer noch nicht durchgelaufen. Okay, Kompost, das dauert ein bisschen. Dauert ein bisschen. Sollten wir vielleicht ein paar mehr craften? Das kann man noch machen. 15 Holz, damit kommen wir zwar nicht sehr weit, aber ein bisschen weit. Das war ein Fehler. Zack, zack. Zwei neue Kompostbins. Und dann halbieren wir den Stack hier mal. Schmeißen das so rein. Okay. Das heißt, wenn uns. Jetzt haben wir noch ein Addon. Wenn uns der Strom alle geht und wir unbedingt noch mehr, viel mehr brauchen, obwohl hier schon so ein super Lager drin ist, dann können wir unser fertiges Biomash nehmen, unseren Fertilizer. Fertilizen die ganze Canola durch. Ach nee, ein Step noch before. Wir müssen ja erstmal Fertilizer machen, das heißt, wir müssen hier das Weizen ernten. Dann machen wir daraus Baguettes, dann machen wir das zu Fertilizer. Und den Fertilizer benutzen wir, um Strom zu machen. Das heißt, dieser Weizen hier produziert Strom. Ha! Dann haben wir sogar noch Seeds über. Es gibt noch so einen Bioreactor oder sowas, wo man, ich weiß gar nicht, früher gab es das in Forestry auch. Guck mal, Biogenerator. Biogas, Biogen aus hier Biomass or Ethanol und Biofuel von Industrial Foregoing, aber es gibt noch Bio, da ist er schon, glaube ich, Reactor von Actual Editions und die funktionieren, glaube ich, alle auf dieselbe Art und Weise. Sie benutzen halt irgendwas an organischem Material und Faden verloren. Sie benutzen irgendein organisches Material, um Strom zu generieren und sie sind viel effektiver, je mehr verschiedene Varianten von organischem Material in ihnen drin sind.
Das heißt, wenn man ganz viele verschiedene Pflanzen anbaut, ist das super effektiv. Achso, ich kann auch gleich das Duff machen. So, ich wollte eigentlich bloß das Steak jetzt hier rausnehmen, damit Platz ist. Eigentlich können wir die auch noch sprengen, die Party. Oh, jetzt habe ich gerade so viele Dinge hier vor. Ich wollte gerade Schluss machen. Aber das muss noch. Und wir machen kurz unser Inventar auf. Plutsch. Dann können wir nämlich hier einfach so zack, 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 alles rein. Ja, das gebratene Steak hole ich mir danach wieder raus. Alles muss rein, alles muss rein, alles muss rein. Okay, mein Steak wieder her. Okay, das war eine Double Chest, die voll ist. Und seht ihr, es ist noch nicht mal die halbe Truhe voll. Also, Small Storage Crates sind awesome. Man kann sie sogar noch upgraden. Das kann ich jetzt schon mal verraten. Das ist dann aber ein bisschen krass. Aber nur ein bisschen. Okidoki. Canola Oil. So easy war's. So easy wird es im Expert-Mode nicht sein. Und es läuft hier schon alles voll. Und dann kann man das noch verbessern. Und wir können noch den Canola-Farm manuell betreiben. Das ist ein bisschen krass. Vielleicht sollten wir uns mal eine Energie. Nein, nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt. Okay, also wir sollten uns dann in der nächsten Episode mal eine Energiezelle machen, um die Energie zu speichern. Und vielleicht gehen wir dann mit dieser Energiezelle runter zu unserer Erzgenerierung und machen mit dem Laser da die ganzen Erze die ganze Zeit weg, bis die Energiezelle alle ist. Dann können wir das steuern, dann ist das nicht so ein Dauerproducing. Bis dahin wünsche ich euch aber viel Spaß, falls ihr selber Minecraft spielt. Oder viel Spaß beim weiteren Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Wir machen auf jeden Fall weiter, denn jetzt sind wir getriggert. Getriggert. Das ist Pietro Savonaro. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.